Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Bitte bestätigen. Hallo Isi und der Zwerg, Abend. Ja, was wir jetzt natürlich noch nicht gesehen haben, das habe ich gesehen gestern beim Ausmachen, dass das Titelbild sich schon wieder geändert hat. Zum dritten, nein, das stimmt ja gar nicht, zum zweiten Mal. Das erste zählt ja nicht mit. So dass wir, ja, so eine Abendaufbruchsstimmung haben. Und jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wo wir abgeworfen wurden und wie viel wir nochmal machen müssen. Denn ich habe ja keine Schreibmaschine gefunden. So, naja, versuchen wir es mal zu knacken. Aber kein Stress. Wie geht's? So. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ah. Das ist hier richtig gute Gruselstimmung mit dem Licht hier. Lass mal kurz durchchecken. Tja. So sieht's denn aus. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Bist jetzt drin? Bist du dabei? Test 1, 2, 3. Naja. Ja, jetzt darf ich. Okay, nimm Platz. Ach, starkes Zeug. Warte mal, war hier eigentlich noch was? Nee. Naja. Uiuiuiui. Okay, der Speicherpunkt ist gut gesetzt. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau. Chris, was soll der Scheiß? Ach, Willi, es geschehen noch, was noch? Zeichen und Wunder. Also was Tolles passiert noch. Super. Was ist es? Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Erzähl mir die ganze Geschichte. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf. Die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie... Applaus!
Dann hoffe ich, dass die zweite nicht zu lang unterwegs ist. Wie fühlst du dich da jetzt eigentlich mit den ganzen anderen Sachen? Von nichts bis auf Wiedersehen ist ja schon alles dabei gewesen. Ich hoffe, es nimmt dich nicht zu sehr mit. Welche hast du überhaupt genommen? BioNTech? Schön, das ist super. So hätte es eigentlich von Anfang an sein sollen, ne? Nicht so weit nach hinten. Sehr schön. Am 2. Oh, das ist aber lange. Aber der Termin ist schon fest. Okay. Also bisher geht es mir gut. Ja, ist BioNTech. Okay, alles klar. Okay, das freut mich sehr. Vier Wochen, ja. Ja, ein bisschen länger, ne? Vier Wochen ist das Termin, ja. Okay. Schön, schön. Wenn es morgen auch noch gut ist, dann ist soweit durch. Dann geht es nur noch an die Verteilung. Vom Kopf bis zur Zehe. Ja, ging vorhin alles ganz schnell. Okay. Ich hoffe es mal. Ja, auf jeden Fall. Hey, Chris, grüße dich. Willkommen. Wie, keine Reumütigkeit? Mandarinen, Grapefruit, Joghurt trink. Oh, das ist lecker. Wie viel ist da drin? Ja, und klatsch mal bei deiner Mama ein, easy, ne? Für den vollen, tollen Durchgang. Meine Schwester, die in der Pflegearbeit hat, eine ganze. Siehst du, wie unterschiedlich das ist? Eine ganze Woche flach gelegen. Eieiei. Aber jetzt geht's ja wieder gut, oder? Ganze Woche, das ist aber heftig. Man. 57 Gramm oder 7? 716 Milliliter. Oh mein Gott, diese Grundgrößen. Ja, das ist aber ordentlich. Da kannst du richtig schütten. Ja, Grapefruit ist echt gut. So ein bisschen cremig, oder? Ja, es geht ja wieder gut. Ach, das ist toll. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Neander. Sind noch mehr. Rose, Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ey, das überlasse ich dir, Chris. Ich rette nur die Familie. Kein Zurück mehr. No. Ja. Erste Hilfe, Arznei. Spaß dabei. Du findest am meisten wirklich Pistolenmunition.
Das klingt, als würde man tippen, hört ihr das? So, neben der Freude. Okay, aber nichts verpasst. Nein. Ja, 3 Stunden, ja. Ach, schön. Endlich mal wieder Entführung. Danke, Ellie. Sehr schön. Das ist gut. Ah, den kann man in Scheiben schneiden. Dann sieht das aus wie ein Fünf-Sterne-Essen. Ja. So, Moment, was ist hier drin? Super Dürum, extra viel von allem Fleisch und so. Ja, genau. Das war der richtige. So. Ja, das muss wieder, da muss wieder Regelmäßigkeit reinkommen. Sonst verhungere ich am Donnerstag. Ja, die Schmerzen hatte ich fast sofort danach bekommen. Ist ja nichts. Kommt direkt von vorne. Ja, ich habe doch hier so eine Dürum-Netzfanganlage. Egal, wo der geflogen kommt, ich fange den immer ab. Und Zuckerwerte sind auch Bombe. Heute nur Magen. Mag noch nicht. Okay, ja. Ja, sonst klingt das echt gut. Das stimmt, ja. Bereits schon geschnitten. Oh, okay, das müssen wir jetzt beibehalten. Das ist gut. Da kann ich das ja mit Messer und Gabel essen. Ja gut, notfalls geht auch ein Löffel. Ach so, eine gefüllte wie spricht man das aus? Lamakun, oder? Lamachun. Chun. Hätte ich auch gern jetzt, ja. Ich glaube, das habe ich noch nicht gegessen. Nicht die Variante. Ich dachte, ich nehme dir die Arbeit heute mal ab. Ja, das ist nett. Na gut, das haben wir schon gelesen. So, ich wollte hier nochmal kurz schauen. Chris, wo bist du überhaupt hin? Der kommt und geht, wie es passt. Was ist denn, wenn ich eigentlich so hier gehe? Nix, ne? B4, B3, B1. So, zeig mal, wie sieht das hier überhaupt aus, das Ding? Aha. Mit Kettensäge. Naja, gut. Okay, let's go. Dum-dum-dum-dum. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ja, der kann das nämlich nicht bewegen durch diesen Verbund. Ich komme, Rose. Ach übrigens, Maneater ist nur 3 Monate im Game Pass. Du musst dich beeilen. Habe heute echt eine halbe Weltreise quer durch Berlin hinter mir. Oh, jetzt bist du bestimmt richtig geschafft. So eine Weltreise wie das letzte Mal wegen der Fahrkarte, oder? Wie das? Und erstmal verpeilt, dass heute der 20. ist und ich einen Termin hatte. Ah! Oh. Hast du den noch bekommen können? Ach, das kriege ich schon irgendwie hin, wie die, okay. Ach, noch weiter weg. Oh, ja, gut. Ja. Ja, das kriegst du schon hin. Wo ist mein Kristallbaby? Niemand klaut mir das Kind. Es muss doch gestorben sein bei der Einfrierung, aber das ist halt durch dieses Biozeug. Hab den gerade so mit 5 Minuten Verspätung geschafft. Okay.
Hast dich hinter der Tür geirrt. Kann ich gar nicht mehr reden hier. Benötigt Zeit zum Nachladen, ja. Das müssen wir mal abwarten. Denn sonst kann ich das nicht nutzen. Okay. So. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut. Dann bin ich wenigstens in Schwung für das Mist. Was zum Geier? Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Ist das alles? Scheiße. Bist du auch angeschnallt? Oh, nicht aufgeben. Stehst auf Kanone. Ja, ich habe eine ganz große Kanone. Was ist los, Ethan? Ey, wer mehr will, bekommt mehr. Aber so leicht, wie man einen Therapeuten findet, war es wichtig, loszuhetzen. Als ich das um kurz nach 15 festgestellt habe, dass ich eigentlich schon längst losgemusst hätte. Was für ein Satz. Ja, ja, ja. Aua. Woran erinnert mich das jetzt nur? 15 Uhr, ja. Ja, Vollständigkeit ist was Schönes. So, ausgetrunken. Starr gegen Staus. Das hat wehgetan. Ohne Scheiße. Ich will mehr. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters. Oh ja. Ach nö. Geht's los, Papa, gut? Du Stück Dreck. Du bist ein toter Mann. Ich kann mich gar nicht heilen. Verneige dich vor einem Stahlkörper. Dafür bin ich diesen verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Kuche steht. Scheiße. Och Mann, ey. Oh, nicht aufgeben. Siehst Reparatur auf dich aus. Zu langsam. Hey, verknusst das Fass schon. Hey. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. All die Jahre unter der Fuchtel dieser Schlampe. Das war nicht leicht, weißt du. Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen, wird mir helfen, noch stärker zu werden. Hey, verknusst das Fass schon. Tick-Tack, Ethan. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Halt die Klappe. Ach, come on. Ja, scheiße. Hältst dich wohl für besonders schlau.
Wow. Wow. Nein, nein, meine Metallarmee. Ich bring diesen verdammten Wichser um. Aber erst zu dir. Was zum Geier soll ich machen? Jetzt wird's ernst, Ethan. Letzte Runde. Hallo? Tja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht. Ein einfacher Mensch. Wie soll denn das gehen? Um 16 Uhr war der Termin. So, Moment mal, was? Erst habe ich beim Umsteigen die Haltestelle vom Bus nicht gefunden. Dann eine Haltestelle weiter. Bin ich zur falschen Hausnummer, da dort auch was von wegen Gesundheit dran stand. Dann wieder zurück bis zur Haltestelle, an der ich ausgestiegen bin, zu laufen. Da ich eigentlich nur um die Ecke gehen müssen, um dann direkt vor dem Haus zu stehen. Ah! Ja, aber das ist schon. Das gibt's dann schon, ne? Wo du denkst, hä, das ist doch hier irgendwie hier. Ach nee, zurück. Ach, ist es doch das? Und ruckzuck frisst dir die Zeit weg. Gerade wenn es knapp ist. Das ist dann schwierig, eine Punktlandung zu machen. Aber ich hoffe, 5 Minuten haben dich nicht so sehr in Bedrängnis geschoben. Aber wie gesagt, wenn du zu spät bist, bist du spät. Ja, aber... Naja, das stimmt, ja. Da sind echt große Wege gewesen. Haben sie nicht, er hatte sogar Verständnis. Ach, ist das schön, Verständnis, das ist gut. Ich war die ganze Zeit da, ich habe nur ihre Tür nicht gefunden. Ja. Na, das ist ja gut. Jetzt weiß sie ja Bescheid. Ah ja, so ist das immer. Die gegen mich gewinnen. Das ist nicht. Ich darf die gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Hast du Spaß? Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Komm schon. Ich muss doch irgendwas anderes noch machen, oder? Ja, scheinbar gibt's ja nichts anderes. Wow, shit. Ah. Schieß doch mal das Ding. Scheiße. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Hast du Spaß? Ja, ich hab nur Spaß. Ach Mann, ey. Naja. Komm schon. Mach hin, Mann! Na, scheiße. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Boah, war das knapp. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Er lebt ja immer noch. Ich will mehr. Komm, geh drauf. Ach nö.
Oh no. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Nein! Du siehst Rose in der Hölle wieder. Gib mir irgendwas. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Nein, Graf! Jo. Reif für den Schrottplatz. Besiegen Sie den mutierten Heisenberg. Oh. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Huh? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte... Boah, du Schlange. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Wow, so sieht die aus. Ohne Maske. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Hä? Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so? Ja, ich wusste es. Sind es ihre Eltern? Ich wusste es. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße. Das Protokoll, das ist mein Spruch. Das war doch nicht der finale Bosskampf. Also mit Heisenberg schon, aber mit der Veranda hier, weiß ich nicht. Ich habe mit dem Auge nach einem Hinweis gesucht, wie du den am besten besiegst. Ja, der ging auch wieder nicht tot zu machen, ne? Und am Ende hast du gar keinen Indikator gehabt mit Leuchten oder sowas. Das war einfach nur, schieß, bis du nichts mehr hast. Am Anfang dachte ich so bei der Hexe, es könnte die schon sein, aber es könnte auch wirklich so eine Dorfälteste sein. Ne? Das war immer so ein bisschen, aber jetzt haben wir die Bestätigung. Welcher? Also Spruch. Ja, ein feiges Stück Scheiße. Oh, nee. Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden. Yeah.
Wow. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Das ist das Mega-Zyten-Ding hier. Oha, oha. Wer ist Ethan Winters wirklich? Hat ihm einfach das Herz rausgerissen, krass. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Wieso okay. Nicht bergen? Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Hm. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Jo! Okay. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Wir spielen jetzt als Chris? Holy crap. Alright. Anschnallen. Was haben wir denn eigentlich alles so? USMAI. Eine mittelgroße halbautomatische Waffe. Dragoon. Vollautomatisches Gewehr. Lasermarkierer. Okay. Ein Laser zum Zielen. Handgranate. Eine Granate, die kurz nach Abwurf explodiert. Karambit. Ein nahkampfunübertroffenes Kampfmesser. Oh yeah. Arzneispritze. Medizin, die alle Wunden vollständig heilt. Oh. Gewehr. Pistole. Okay. Aha. Aha. Okay. Oh, ich habe keine Karte. Lass mal kurz zurückgehen, ein Stück. Hier noch was entdecken. Boah, der Wald sieht echt gut aus. Nee. Hier noch was? Ja. Oh, das sieht gut aus.
Okay. Wow. Hey Alpha, sieh mal. BSAA, die können echt nichts. Mein Gott, das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Wow, hier knackt's echt überall. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Free. Es sind mehr als wir dachten. Pass bloß auf. Oha. Aha. Ah, das möchte ich jetzt nicht wissen. Westliche Route sicher, rüber aus. Verstanden. In einer streng geheimen Mission. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Ja, nicht übertreiben, Johnski. Sonst bist du schnell tot. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Wow. Kennt ihr das noch? Hier ging... vieles los. Alright. Yo. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Mutamycet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Oh, hier ist doch bestimmt dann dieser Werwolf mit den roten Augen. Ach nö. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Jetzt könnte infektiöse Spuren verspielen. Warte noch etwas drauf. Oh shit. Was ist denn das hier? Nicht hartnäckig genug.
Ich weiß nicht, ob der rote, den wir mal hatten, ob der unbesiegbar ist. Das war mal so ein schönes Dorf. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Scheiße. Danke, danke, danke. Ach, hier, das war das mit dem Rätsel. Ja, ja. Gibt es ein Gegenmittel für Twitcher? Splinter Cell. Nice. Ja, das ist gut. Nein, gegen dieses Unkraut ist noch kein Mittel gefunden worden. Unzerstörbar. Weiter geht's. Amaris, ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis 10 Positionen. Ja, hier konntest du ja noch nie lang gehen. Von einer Mutamycet-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Ah! Oh shit! Wow! Mach schneller, Chris. Na, was macht er denn? Oh. Verdammter Scheiß. Lad doch mal nach! Ich hab dich im Blick, Boss. Du kannst weiter. Das heißt, ihr kannst weiter. Sauron ist unterwegs.
Das gibt's doch nicht. Ha! Ich wollte lieber in den Kopf schießen, aber naja. Kopf macht immer schön Peng. Schön beleuchtet im Hintergrund. Kann ich den überhaupt mehr? Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Wow. Zeremonienplatz, yeah! Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Das riesige Pilzgebiet zerstören. Halten Sie AT gedrückt. Ich mach gleich mal den hier. No. Are you kidding me? Ah. Ah, scheiße. Scheiße! Oh Gott, wie oft denn noch? Oh ja, gib, gib, gib! Oh yeah! Nein! Du Drecksvieh! Boah! Oh shit! Shit, ich muss weg! Boah!
Oh, nö. Ja, ja, ja. Ey, was ist denn das? Wie soll ich das machen? Ey, was ist das? Ach, das ist doch scheiße, Mann. Halt die Klappe, Mann, mach das selber. Ja, wie denn? Bist du bescheuert, Mann? Hey, also... Mann, ey, was ist das für eine Scheiße jetzt? Das gibt's doch nicht, ey. Oh, Chris, ey, du gehst mir aufs Schwein. Ja. Ey, wie sollst du das machen, Mann? Das ist totaler Bullshit. Mach hin, Mann. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamin-Zähl sein. Wow. War das heftig. Man muss doch die Dose leer sein mit den Viechern, ja. Da muss irgendwo das Netz mit unendlich vielen Gegnern sein, ja. Echt toll. Höchst geweckter Mundgeruch. Boah, das war jetzt wirklich übertrieben. Oh Mann, ey. Zielen und warten und dass du da nicht angegriffen wirst, das geht gar nicht. Genau, jetzt putzt euch erstmal 100 Jahre lang die Zähne, dann können wir weiterreden. Ach nee, bis dahin seid ihr schon erledigt, genau. Es ist irgendwie ein bisschen übertrieben, ja, auf jeden Fall. Ja, also das muss ja nicht sein, so was Heftiges. Boah. Blendgranate. Achso. Was können wir... Oh Gott, wenn es noch heftiger wird. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier rein. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Aha. Da hinten los. Oh, okay. Stammt von hier. Gib mir das gute Zeug.
Jetzt klingt es ja wirklich so, als wäre die Miranda die Frau aus der Geschichte, oder ist sie doch das Kind? Das kann man immer noch nicht ganz trennen. Das könnte immer noch so oder so sein. Naja. Oh, das klingt nicht gut. Bewachst den Megamyth hinten, was? Oh, no. Ich brauche deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Ich bin gleich bei dir. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Oh Gott. Oh. So gefällt mir das. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Oh, okay. Kristallina Riesenstreitkolben. Kristallina Überreste einer Kreatur und ihres riesigen Streitkolbens. Sehr wertvoll, okay. Sehr, sehr knapp. Das sieht schon cool aus. Ja, werden wir mal sehen.
sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Ach du Scheiße, was ist denn das? Wer knuspert hier? Da ist er, der Megamycet. Ach, das ist er, okay. Ja, aber wie kam denn der hierher? Wenn der hier von hier sein soll? Alpha Anthem, ich bin jetzt bei Megamycet. Endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Na schön, danke. Sieht aus wie ein Baby. Da oben blinkt's. Zeremonie, da bin ich ja mal gespannt. Aussieht. Oh, eine Seltenheit. Du hast tatsächlich gewartet, bis ich den Screenshot gemacht habe. Ja, Seltenheit hat Wert. Naja. Das hat die gar nicht interessiert, die anderen Kinder von ihr. Wir haben auch keine Karte mehr. Das muss Mirandas Labor sein. Wow, das Labor erinnert mich an
Covenant, wer den Film gesehen hat, den Kinofilm. Genauso ähnlich sieht es da auch aus. Am Store findet man links in der Liste. Guthaben, mehr das Guthaben, das man noch hat. Ach so. Okay. Fledermausmann. Das ist die Version in klein. Damit kontrollieren Sie also die Biowaffen. Roban, Salvatore Moreau, Cadeau-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Skudo hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle für Eva nicht geeignet. Für Eva? Ihr Kind heißt Eva. Hm? Also hat sie die nicht einfach zu ihren Wächtern gemacht, sondern die erste Linie galt als Hülle für das Kind. Aber von was? Proband Alcina Dimitrescu, Cadeau-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Ja, das haben wir ja gesehen, was passiert mit dem Dolch. Mit dem Dämonen-Gift-Toll-Dolch. Das stand doch eine Weile ganz oben. Aha, okay. Mein Gott, jemand hat den Befehl benutzt. Haha, hast du gemerkt? Vor allem alle Angaben ohne Gewehr. Aber die Bücher drüben sehen cool aus. Proband Karl Heisenberg, Cadeau-Kompatibilität. Außerordentlich gut, Hirnfunktionen normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Ja, dann war das, wie gesagt, dann muss die ja hergekommen sein. Die waren ganz normal und die hat sich dann, ja, die Oberhäupter, die letzten der Häuser vorgenommen, weil sie so unterschiedlich sind.
War das so beabsichtigt? Aha. Wer weiß, wer weiß. Also Nachrichten, okay. Bandona Beneviento. Cadeau-Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, bei der Mutamycet-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Genau, das war das grüne Gas, wo ich gesagt habe, hier ist es ein bisschen anders. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cadeau an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Das Hülle für Eva nicht geeignet. Ha. Die sind alle sehr mächtig auf ihre Weise. Und doch funktioniert es nicht mit ihr. Ist das Miranda hier? Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Ihrem Dorf? War das davor oder danach? Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten... Ah, okay, das war danach. Eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Oha. Ich habe die Offenbarung, dass mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. Ja. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sie ihre Überzeugung dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebe. Was der Wille Infektion? Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Er bevor mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Oh wow, hier geht es echt um die Anfänge? Das ist interessant. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle. Über das wir sprachen. Aha, daher kommt das. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler. Oswell E. Spencer. Ach, das ist ja krass. Aber da musste ja schon hunderte... Wie alt ist der geworden? Über 100 Jahre schon, oder? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die
nicht jetzt hunderte oder tausende Jahre alt sind. Das sind alles nur so an die 100 Jahre ran. Das finde ich ein bisschen wenig. Der hat von ihr das gelernt. Ja, dann muss die auf jeden Fall so jetzt schon bestimmt 150 sein oder so. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Ja, Ursprung ist echt immer interessant, finde ich. Ah, dann ist das der Spencer, ne? Trotzdem irgendwie krank. Sieht nicht gut aus. Ein bisschen aus wie die Donna. What? Das ist die gewesen, ne? Bloß mit dunklem Haar. Aha, zwei Supermodels im Spiel. Naja. Okay. Was macht die hier? Ach so, hier unten ist ein Forscher. Was macht die mit dem Kind? Wen sieht es nicht gut aus? Tja, für die hier so, für die Leute. Seltsam. Jetzt ist das Kind hier eingesperrt. Aber Moment mal, in der Geschichte war doch die Rede von der Hexe, die das Kind in den Spiegel eingesperrt hat. Oder hat die ihr eigenes Kind in den Spiegel eingesperrt? Aber die Miranda könnte ja auch das Kind selber gewesen sein, was von der Hexe eingesperrt wurde. Das wird wahrscheinlich der Spiegel sein hier. Sind das hier überhaupt? Na gut, Holz ist ja genug da. Sieht auch ein bisschen aus wie Evelyn. Das ist Eva. Bist du weggerannt oder? Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, ma? Nicht schlecht. Seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Die spanische Grippe. Oh.
Oha, ja, ist schon lang. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch der Giganten, dem Regler des Megamyzen, wiederbelebt. Moment mal, dann hat die wirklich das Kind getötet, ne? Nicht bloß eingefroren, sondern das war dann natürlich durch die Trennung tot. Ja, dafür muss er einfach sterben, das geht gar nicht. Was jetzt noch fehlt, ist, sie mit dem Megamyzen zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Dann wirft die Teile rein und dann geht's los. Vielleicht bringt die dann ja um am Ende. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyzeten. Es war reiner Zufall. Ja, na klar. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Oha. Der Megamyzet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich wieder zurückholen können. Das bedeutet, dass ich dich wieder zurückholen können. Wieder zurückholen können? Naja, was soll's. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohner den Pilz aus dem Megamyzeten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente nutzen. Genau. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kado erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandeln sich in Lykana. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert, sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Was? Von der ist das? Ja, drum sage ich ja, drum sieht die auch so ähnlich aus wie Evelyn. Sie stammt von Evelyn ab. Das ist ja crazy. Aha. Ja, der siebte Teil war ja Evelyn gewidmet. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Ich überlege jetzt gerade, wann das war, dass das mit dem Kind war, das... Aber da war doch eigentlich nur Mia und Ethan. Gut, das muss wahrscheinlich durch die Dokumente gewesen sein. Und dann wusste die, dass das Beste ist, obwohl die Hülle ja nichts kann in dem Sinne. Na gut, natürlich ist es natürlich immer besser. Aha. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Krass. Wait, what? Moment mal. Wer ist denn das dort eigentlich? Das ist die, das sind irgendwelche Forscher. Was ist mit dem hier, das Gesicht so zerquetscht? Ist denn das im Hintergrund? Das ist Eva.
Aber das ist doch nicht Evelyn. Wer ist denn die andere Frau? Sagt mir jetzt gar nichts. Tja, Miranda, Veranda. Lass Miranda, du bist zu weit gegangen. Du hast übertrieben. Das ist jetzt schön spannend mit viel Story-Element, das gefällt mir. Nimm die Hände hoch! Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Sie rührt sich nicht. Mein Gott, du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben... Jo, wie die aussieht. Die sieht nicht gut aus. Warum haben die das Design nicht gelassen aus der 7? Sieht aus wie eine 12-Jährige. Ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal, solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Wie die aussieht. Ist ja furchtbar. Mit Erdbeeren immer in die nächste Ecke flätzt. Flätzt. Limo. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Fort? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten. Hä? Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Okay. Ethan, wer bist du wirklich? Natürlich besonders oder künstlich besonders? Okay, wir sind wieder zurück. Was? Wir sind wieder ganz... Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Okay, ich bin schon im Jenseits. Okay. Folge dem Fluss. Wie komme ich hierher? Oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Oh nein, bitte nicht verwandeln.
Gleich geht's los, gleich geht's los. Ruhe! Du bist so dumm. Oh Gott, Evelyn? Nee, Eva. Evelyn? wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Hä? Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Oh. Hey, Mr. Baker. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Was? Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Ja, alles klar. Hey, das ist mein Text. Oh no. Ach du Scheiße. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie. Familie. Nein. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Oh, ach so. Tot. Ich werde Rose retten. Aber die Evelyn ist doch tot. Sind da noch Gedanken übrig geblieben? Ja, das Design von der Mia sieht furchtbar aus. Mir Na, genug geschlafen? Duke? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda.
Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Wow. Hast du alles Nötige? Waffen und so? Hast du denn auch alles, was du brauchst? Es könnte deine letzte Gelegenheit sein. Wow. 45, 60, 70. Ah. Hier. Zack. Das waren noch zwei Teile. Das auch. Ah. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Ja, jetzt haben wir es wirklich auch über 100.000 geschafft. Nice. Warte mal. Warte mal. Was ist das? Pistole. Naja. Ich hole jetzt keine neuen Waffen mehr, das ist totaler Käse. Vielen Dank für deinen Einkauf. Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Ja. Was? Ah, schon gut. Das war's. Überlass das mir. Ja, ein neuer Leihrekord, ja. Brötchen, Buletten und Eis. Mit was kannst du was brauchen, ja. Ich freue mich sehr drauf. Oh, das war gut.
das hätten wir. Bitte gesell dich zu mir. Dreierlei? Mit Itai. Die maximale Gesundheit wurde erhöht. Das war ausgezeichnet. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt beträchtlich. Die maximale Gesundheit steigt und die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Schön. Amat Victoria Kuram. Bitte, gib acht. Danke. Ah, hier liegt noch ein bisschen Zeug. Ich kann gar nicht rennen. Aber speichern kann ich jetzt nicht nochmal, oder? Ja, wo denn? Ich kann doch nicht mehr speichern. Ich habe nichts entdeckt. Ah doch, hier. Hey, das haben die eben mit Absicht so gemacht. Jetzt können wir nochmal speichern. Grad, oha. Kann noch irgendwo sein, ja. Hm. Lasst mich in Ruhe. Ah, jetzt kann ich wieder rennen. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich! Rose! Ah, geschieht dir recht. Miranda! Interessant. Dein Körper, wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Ist das überhaupt das richtige Baby? Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert.
Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Das ist mein Spruch. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich... Wow, die Stimme jetzt. Und das ist die Stimme, die man bei dem Trailer hört, die dann sagt, Willkommen, Ethan Winters. Das ist genau die Stimme. Okay, dann hat sie das also in ihrer Mutations-Variante gesagt. Ah, Rätsel gelöst. Meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Ja. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Oh shit. Hab keine Angst. Das ist dein Untergang. Oh! Wehr dich nicht! Aha. Aha. Ich hab mich gerade geheilt, ey. Was soll denn das? Ich kann nicht so schnell mich bewegen, das ist so langsam. Oh Gott. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz weiter? Bist du wirklich einer von uns? Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Was war das? Oh ja. Natürlich. Du kannst Rose nicht retten. Wird dich das töten? Ja, das war's schon wieder. Schade. Ich kann jede Gestalt annehmen. Vogel, Bestie, Hexe. Sogar die deiner Frau. Scheiße. Ist das scheiße so? Wir sterben schließlich irgendwann. Spüre den Zorn der Finsternis! Ach no, was ist denn das?
wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werde ich. Stirb, 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 stirb! Mann, ey, das ist wieder... Meine Güte, ey. Das war's für dich. Jetzt sterb. Ja, danke. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ja, also bitte. Das ist doch bescheuert, ey. Ausweichen, schießen, wenn die Flügel offen sind. Ja, das ist schon klar, aber dann kommen noch diese anderen Dinger. Nur welche Flügel, frage ich mich gerade, die in der Lösung stehen, mal sind... Das ist wie Flügel, meine Art Spinnenbeine. Ja, ja, Spinnenbeine hatten wir auch, ne? Oh, meine Eva, meine wunderschöne Tochter. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Der ist so langsam. Sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Ich lass dich nicht davonkommen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Ich bring dir ewige Ruhe. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Och, Mann. Wie sollst du denn da reagieren, ey? Der ist so langsam. Du kannst raus nicht rein. Ja, ja, ist schon klar. Schöne Scheiße. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Schlaf jetzt. Den Teufel werde ich.
Ich werde meine Tochter wieder. Nein, nein, nein. Sie ist tot. Akzeptiere das. Ah! Stirb, 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 stirb. Ich verstehe deine Gefühle, Eva. Oh. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Oh, scheiße, Mann. Ich sehe das nicht, wo die ist. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Oh Mann. Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder. Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe noch gar nicht fähig. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Meine Güte, ey. Oh nee. Schon nervig. Warum willst du nicht sterben? Genug der Spielchen. Mein Wunsch wird Wirklichkeit. Stirbst du heute noch? Zeig Respekt! Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Das ist dein Unfall. Ja, ja, warte, ich muss noch oben schalten. Oh Gott. Widerlich, dieser Lebenswille. Warum? Warum stürzt du noch? Ey, ich hab dich getroffen. Oh nein. Oh shit. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen,
verfüttere ich dich an den Megazähnen. Du sollst ein für alle Mal verschwinden. Komm schon. Verrotten wirst du, du. Nein! Scheiße. Oh, endlich. Meine Tochter, meine Eva. Oha. Rose. Yeah. Alles gut, Rose. Alles gut. Oh nein. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Danke, ihr beiden. Oh, wow. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey! Hey! Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Er opfert sich. Wiedersehen, Rosemary. Oh Mann. Ethan. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist!
würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, because of you, I am.
Ja. Das war Resident Evil 8 Village. Das haben wir sogar am Ende nochmal gesehen, wie sich das Ganze aufgelöst hat mit dieser Geschichte. Sehr, sehr cool. Hier kommen noch ein paar Bilder. Hallo? Okay. Oh Mann, ich bin so müde für ein Fazit. Ja, schön, dass wir es heute auf jeden Fall gepackt haben. Und ja, ist schön gezeichnet. Ja, das zeigt dann mal wieder am Ende, dass man nichts vom Tod zurückholen kann. Noch nicht. Ja. Oha, hier. Also halten wir einfach mal fest, dass die, dass Miranda eigentlich die Mutter war in dieser Geschichte und dass die Eva das Kind war, was in den Spiegel kam. Nur, dass es in der Realität eben ganz anders war. Dann ist das gestorben irgendwie. Also das ist nicht alles so ganz klar, dass man sagt, ach ja, so ist das passiert. Gut, dieser Megamizid ist einfach unterm Dorf gewesen. Die kam dann hierher und ja, in dieser Geschichtsstunde sozusagen haben wir das ja mit erfahren. Ja, und dann durch das Wandern ist sie direkt auf den gestoßen und hat dann dadurch die volle Bandbreite bekommen an Kraft. Und hat es dann immer weiter ausgebreitet. Wer weiß, was denn aus dem Kind geworden wäre, wenn das geklappt hätte. Am Ende zerfallen sie alle zu Staub. Ah, hier. Naja, das Dorf war ja mal richtig voll mit Leben. Bis es dann sich immer weiter verteilt hat mit den Experimenten und allem. Oha. Ja, das war sie ja schon hier, ne? Bloß so ein bisschen im Kostüm. Ja, ich kann das Kind heilen und dann konnte sie das doch nicht machen. Und der... Wir haben immer noch nicht das richtige Gesicht von Ethan Winters gesehen, so ein Mist. Warst du auch im Spiel noch? Ja. Boah, hier ist das Ding. Naja, die praktisch eine Mini-Version davon erschaffen, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Aber interessant ist auch, wenn die das wieder rausnehmen und das wird abgestoßen, dass die sich dann alle in diese Lykaner verwandeln. So voller Werwolf und so, ja, ja, genau. Das hat dann schnell Überhand genommen. Ja, ist ja alles mit drin gewesen. Okay. Ja, weil ich gerade Grafik lese, also
Man sieht es natürlich, ne, auch am System hängend. Einige Stellen sind wirklich toll, so wie jetzt hier zuletzt nochmal die Wälder mit dem Schein. Sehr, sehr cool. Capcom, Dino Crisis hätte ich gern, ja? Danke. Das hat man natürlich gesehen, dass einige Sachen super grob war oder die Texturen haben lange nachgeladen. Kleiner Nachschlag kommt noch. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mund berühren? Tochter? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Das war die Tochter, nicht die andere. Du machst nur Spaß. Der Hund fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal. Nee, doch. Doch, doch, das ist sie. Es wirkt jetzt ein bisschen komisch. The Rose. Hi, Dad. Alles Gute. Oh. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Aber unser Lob hast du noch nicht gelesen? Doch, habe ich für uns gesagt. Hast du nicht gehört? Da haben sie die also rekrutiert als Biowaffe. Wer sind da noch eingestiegen? The father's story is now done. Hier endet die Geschichte des Vaters. Und mit Rose geht's dann weiter. In Resident Evil Nummer 9. 2025. Aber es kann ja nicht sein, dass wir schon 3 Jahre tot waren. Die hat uns ja jetzt erst das Herz rausgenommen. Und das war ja dann erst ein paar Stunden gewesen. Also ist das Quatsch, was die erzählt hat. So, was haben wir denn hier? Guter Vater. Schießen Sie den Story-Modus mindestens im Schwierigkeitsgrad einfach ab. Ja, aber ich habe Schwierigkeitsgrad Standard genommen. Das ist noch viel schwerer. Bester Vater aller Zeiten. Story-Modus mindestens jetzt normal ab, ja, genau. Alles klar. Was, 19 Stunden waren das? Ja, dann kommt
Wenn du auf extrem schwer spielst, kommt wahrscheinlich dann Super, Vater und dann alle sechs Flügel. Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten hinzugefügt. Ein neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Er kann beim Start eines neuen Spiels ausgewählt werden. Aha. Dorf der Schatten. Inhalte im Bonusmenü freigeschalten. Folgendes wurde dem Bonusmenü hinzugefügt: Boni Shop, Konzeptart, Modelle, Herausforderungen. Oh, cool. Herausforderungen und Boni Shop. Schalten Sie die im Menü Herausforderungen gelisteten Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte AP zu erhalten. AP können im Boni Shop gegen eine Vielzahl von Boni eingetauscht werden, unter anderem einen neuen Spielmodus, Waffen, Konzeptart und Modelle. Aha. Oder 10 oder 11. Wer weiß noch, was noch dazwischen kommt, ja. Aber ich glaube, den 10. Teil wollen sie nicht mehr mit 10 benennen, ja. Ohne Zahl. Folgende Filme wurden im Bonusmenü unter Filme hinzugefügt: Village of Shadows in voller Länge, die Entwicklung von Village of Shadows, das Leveldesign von Resident Evil Village, die Entwicklung des Visuals in Resident Evil Village, die Produktion der Visuals in Resident Evil Village. Aha. Bezahlbar für Glückwunsch. Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Pony Shop folgende Waffe erwerben: WCX. Was auch immer das sein soll. Auch endlose Muni für Waffen soll es da geben. Ja. Hey, super Zeiten, easy. Ah, sehr schön. Danke dir. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Herausforderungen abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderungen abgeschlossen. Die erhaltenen Abschlusspunkte AP können Sie im Boni Shop gegen Bonusobjekte eintauschen. Keine Likes für Likens. Okay. Vier Grafen. Blutige Angelegenheit. Gerissene Bande. Auf dem Trockenen. Besser später als nie. Soweit, so gut. Reif für den Schrottplatz. Die Wurzel allen Übels. Guter Vater. Bester Vater aller Zeiten. Bastler. Tüftler. Neukunde. Kleinganove. Hobbyarchäologe. Jäger. Ruhige Kugel. Kunstschuss. Stratege. Grillsaison. Tollpatsch. Nackttatsachen. Killer. Fotograf. Zyniker. Büchsenmacher. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt das erste einfach ausgewählt. Hallo. Als abgeschlossenes Spiel speichern. Beim Laden dieser Daten können Sie dann ein neues Spiel starten, bei dem ein Teil des Fortschritts aus dem abgeschlossenen Spiel übernommen wird. Bitte jetzt nochmal speichern. Ja, als abgeschlossenes Spiel, ja. Number from Otis and Pebbles out to Rumsford from G8. Nein. Ach so, ja. Daten für das abgeschlossene Spiel erfolgreich gespeichert. So, jetzt müssen wir es aber haben. Und wieder ein anderes Bild. Also vier insgesamt gibt's. Das finde ich cool. In gewissen Abständen. Nice, nice, nice. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Bonus bekommen. Wir haben gesehen, dass Rose. Ja, wie alt würden die jetzt sein? 15. Auf dem Grabstein stand so viel wie, dass der Vater alles, also Familie über alles stellt. Schön. Mia haben wir jetzt nicht nochmal gesehen, die sieht bestimmt immer noch so aus. Die altert auch nicht. Ja, aber wie gesagt, die hätten das Design so lassen sollen wie bei der 7, das hat mir richtig gut gefallen. Hat man auch mehr die Emotionen mehr gesehen, ja, wenn irgendwie was war oder wo wir gegen die gekämpft haben in der 7, im Teil 7.
Es kam besser rüber. Jetzt hier dieses Puppengesicht, also da kommt ja kaum was rüber. Die kann ja nicht mal richtig lächeln. Also das ist nicht so gut gemacht. Ne? Mach besser mal, ja. Und bald hast du den zweiten Monat voll. Ja, genau. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall gefreut auf das Game. Demo war auch ganz gut. Und vom Hauptspiel war es... Ja, es war mehr Action als Horror, Grusel, Mystik und so weiter. Aber das kam dann direkt danach. Ich finde es halt gut, wenn man bei Survival Games an einem gewissen Punkt zurückschlagen kann. Ja, dass man sich wehren kann, clever das durchziehen kann. Das finde ich dann schon gut. Aber wenn du dann hier mit einem ganzen Arsenal ausgestattet wärst, dann wäre das wirklich zu actionlastig. Also es war schon an der Grenze, würde ich mal sagen. Die Abschnitte mit dem Licht, wie bei Benevento oder bei diesen Gängen, wo halt wie im Haus der Bakers du diesen Lichteffekt hattest, alles dunkel und dann den Scheinwerfer, das war richtig unheimlich, das war richtig Horroratmosphäre. Das hat mir echt gut gefallen. Da muss ich sagen, dass die 7 durch das Haus schon viel unheimlicher war. Ja. Weil sich da natürlich um ein kleineres Gebiet gedreht hat. Hier war es natürlich sehr, sehr groß mit dem Dorf und dann mit den Familien. Stellenweise war es, wie gesagt, ein bisschen überfrachtet, wie jetzt hier nochmal am Ende, wenn dann so die Gruppen kommen oder wenn du dich nicht so schnell günstig bewegt hast, dass die dich dann eben umgehauen haben und dann folgte der Schlag nach dem nächsten und das war dann immer ein bisschen schwierig, das umzusetzen oder mit der Heilung. Es geht natürlich nach einigen Malen, aber es ist dann eben umständlich, ne, wo man dann sagt, oh, ihr habt es ja gemerkt. ja, wie gesagt, Titelbild wechseln fand ich ganz cool. Story hat sich natürlich stellenweise gezogen, dass man, wie gesagt, mal was nachlesen konnte, was die mit den Leuten gemacht haben. Ich hätte natürlich gerne mal Rückblenden gesehen, wie das ist, wenn die mit diesem Geschenk sozusagen in Verbindung kommen. Was danach passiert ist, diese Verwandlung. Das hätten sie wirklich mal in so einer Szene mal zeigen können. Ja, die einen waren dann halt gerettet mit den Fähigkeiten, wie Heisenberg, der wollte es ja gar nicht haben. Das hat ihn natürlich sehr stark verändert, aber sie hatte ja immer das Ziel, die richtige Hülle zu finden. Aber trotzdem, das mit dem Tod von der Eva, das ist irgendwie nicht so klar irgendwie, also... Ich kann jetzt zum Beispiel nicht genau sagen, ja, daran ist sie jetzt gestorben und jetzt wollte sie die wiederholen. Also irgendwie ist die weg gewesen und wollte die dann übertragen, wieder in das Kind mit rein, in Rosemary. Ja, das schließt sich nicht so ganz. Ja, ansonsten wieder das Typische zum Herstellen mit den Kräutern. Man muss natürlich immer schauen, dass man das alles gut einteilt. Weil wenn man sagt, ach, ich nehme jetzt das und dann wird die Zutat dafür verwendet, dann geht's nicht mehr. Über den Du kann man ja, wie gesagt, ja, auch nichts weiter erfahren am Ende. Nur nochmal das kurze Gespräch. Ich glaube nicht, dass der normal so ausgesehen hat, sondern dass der auch dieses Vieh bekommen hat. Und das wäre natürlich auch ein Grund, warum die den in Ruhe gelassen haben, wenn der an seinen verschiedenen Plätzen auftauchte. Sonst hätten die den ja auch irgendwie angegriffen oder was gemacht. Dass sie dann sagen, hey, du bist genauso wie ich, kein Grund, dich anzugreifen. Weil wie gesagt, der war schon auch sehr, sehr groß. Also
vielleicht ein, zwei Köpfe kleiner als die Alcina, aber größer als die Töchter. Ja, würde ich schon mal sagen. Ja, wie gesagt, Grafik, ne, an einigen Stellen wirklich gut, an anderen so hingeklatscht, dass die eben nicht so verbunden waren. Texturen haben stellenweise so 10 Sekunden nachgeladen, manchmal so mehrstufig. Auch nicht so schön zu sehen, aber wie gesagt, altes System, ja. Also auf der Serie X dürfte sowas gar nicht sein, es muss gleich da sein. Ja. Aber was ich natürlich richtig, richtig gut fand, war die Soundkulisse. Also stellenweise wusste ich nicht, wo das herkommt. Das war manchmal so drumherum und ich habe immer geguckt, wo kommt denn das jetzt her? Kann das von da kommen? Man musste wirklich nah dran sein, dass man sagen kann, okay, aus der Richtung und nirgendwo anders. Aber ansonsten war immer irgendwie was los, hat immer irgendwas geknackt. Irgendeine Geräusche, irgendeine Tür oder irgendwas hast du durchs Gras gehen hören. Also das muss ich sagen, das war echt grandios. Das war, also mit Kopfhörern, da ging nichts mehr weg. Da hat man wirklich alles gehört und wie gesagt, alles was so Horror, Grusel, was Mystisches, Unheimliches, wenn man da keine Kopfhörer aufnimmt, aufsetzt und benutzt, dann geht wirklich viel, viel weg. Also das glaubt man manchmal gar nicht. Und also das war wirklich ein großer Genuss. Das war wirklich gut. Ja. Ja, man konnte wie gesagt sehr, sehr viel machen mit den Mahlzeiten. Das war auch ganz nett. Und darum haben wir jetzt natürlich auch noch mehr ausgehalten. Stellenweise war es natürlich ein bisschen verwirrend, wie man gehen muss, weil es dann verschiedene Ebenen gab. Wie gesagt, den einen Schatz, den habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden, weil ich irgendwie gar nicht da rangekommen bin. Ja, es gab vielleicht so 3 Stellen maximal, wo es mal ein bisschen so überladen war, bei seiner Festung. Und jetzt hier nochmal, wo ich den Luftschlag gestartet habe. Ansonsten war das ganz gut verteilt. Ja, normal laufen, sprinten, könnte vielleicht noch länger rennen oder noch schneller. Was mir auch irgendwie gefehlt hat, ist dieses schnelle, ich weiß gar nicht, war das in der 7 mit drin? Ich weiß gar nicht mehr genau, dass man sich blitzschnell umdrehen kann oder im Rennen umdrehen kann. Das wäre noch ganz cool gewesen, weil manchmal hatte man ja solche Stellen gehabt, da wäre es ganz gut, man kann sich nochmal umdrehen. Oder wenn man denkt, wo kommt denn das jetzt her, dass du dich nochmal so drehen kannst und das dann eben sehen kannst, wo das ist. Das wäre nochmal ganz hilfreich gewesen. Ja, für einige Charaktere natürlich nochmal mehr eigene Geschichte im Hintergrund, dass sie so ein bisschen von den Anfängen erzählen. Denn wir haben ja hier auch zum Teil Anfänge von Umbrella, von dem Spencer-Typ, aber da kenne ich mich nicht so aus. Da müsste man eben das nochmal ein bisschen nachlesen. Meine Lieben, ich werde auf, habe später noch einen Termin. Ja, alles klar. Das gehen wir klasse. Gute Nacht, schlaf gut. Alles klar. Easy, freut mich, freut mich, dass es dir gefallen hat und dass du in dem Projekt mit dabei warst. Dann freue dich auf das nächste. Bis dahin, zwischendurch werden wir natürlich mal wieder ein bisschen zeichnen. Ja, ja. Danke, dass du da treu und loyal dabei gewesen warst. Vielen Dank. Dann komm gut durch und schönen Start wünsche ich dir morgen. Bis dahin, danke dir. Ciao. Ja, also ich denke, das waren so die umreißenden Sachen. Ansonsten bin ich immer mal zwischendurch drauf eingegangen. Ja, Steuerung ging gewohnt ganz gut ab, wie von der 7. Da war nichts weiter verändert. Ja. Aber ich hätte mir, wie gesagt, noch ein bisschen mehr diese
Verbindung zu den Charakteren, die Entwicklung von Beginn an, dass es das Ganze mehr verbindet und nicht solche langen Durststrecken hat. Das hätte man noch mehr füllen können damit. Und vielleicht nochmal so die Hinweise wie mit diesem roten Werwolf, ob er da irgendwie noch reagiert und sagt, na, ich kann ihn gar nicht besiegen oder ich brauche noch irgendwie was anderes. Ja, gut fand ich, dass man gewisse Strategie ab und zu mal brauchte, um das zu schaffen. Ja. Ansonsten, ja, habe ich es auf jeden Fall schon genossen. Hat schon viel Spaß gemacht. Mich ganz gut erschrocken. In keinster Weise. Ja, winke, winke. Wir winken zurück. Und ja, ich denke, das umrahmt so das Fazit. Ja, also mehr Story, Grafik, so ein Mittelmix zwischen gut und weniger gut. Story war auf jeden Fall interessant. Gerne mehr Tiefe, ja, da nehmen sie sich immer so ein bisschen zurück, das ist immer ein bisschen schade. Und ja, also Soundkulisse fand ich wirklich klasse. Das war richtig, richtig gut. Ja, also ja, wenn wir das so mal 1, 2, 3, 4, 5 setzen, ja, gebe ich Resident Evil Village als Hauptprojekt 4 und 5 Twitcher Sternen. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen eine andere Richtung als für Indie-Games. Die haben ja meistens voll oder sogar noch drüber, wie wir mal hatten, legendär. Ne, also eine 4 hat es auf jeden Fall schon, 4 von 5 auf jeden Fall verdient. Das hat schon viel Spaß gemacht. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, denke ich mal, werden wir das mit Rosemary Rose Winters durchführen. Mit ihren Fähigkeiten, vielleicht sogar Fähigkeiten nutzen. Das wäre natürlich auch was. Und dann hoffe ich, dass es wirklich mehr in das Unheimliche geht und weniger Waffen. Weil wenn es dann zu viel ist, dann ist es mehr ein Shooter als mit Survival. So ein bisschen mehr so selbstgebastelte Sachen. Ja, vielleicht auch mal eine fertige Waffe finden. Ja. Da sollte man schon irgendwie in gewissen Zügen bei der Wurzel bleiben. Ja. Das war Village. Also, ich bin gespannt, wenn wir in vielen, vielen Jahren den 9. Teil sozusagen sehen. Schauen wir mal. Das war's. Also jetzt schon mal, wir gucken noch mal kurz was durch, was Kleines. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind, die im Hintergrund mal reingeschaut haben und ja, dieses ganze Projekt von Anfang bis Ende begleitet haben. Einfach natürlich Egis, ISO-Netzwerk, dann der Key war mal drin und Zubal noch mal. Ich glaube, Tagteufel war zuvor drin. Ne, das zählt nicht mich rein. ja, und alle mal im Hintergrund. Vielen Dank dafür. Dass es euch soweit gefallen hat und dabei gewesen seid. Und ja, 4 von 5 Twitcher Sternen. Auf jeden Fall verdient. Ja, das waren so die Punkte, die immer mal im Gewicht waren. Und wer noch andere Sachen dazwischen hören möchte, der muss sich das alles natürlich anschauen. Und wer es findet, hat es dann gehört. So. Ja, das ist es, was ich heute kapazitätsmäßig zustande bringen konnte. Okay. Aha. War der schon vorher da, das Tor? Boni, schauen wir nochmal kurz rein.
Oh, wow. Metzeln Sie sich durch Gegnermassen und erzielen Sie dabei so viele Punkte wie möglich. Was ist denn das hier? Ein durchschlagskräftiges Sturmgewehr mit kurzem Lauf. Nach dem Erwerb hält der Kaufmann es für Sie im Story-Modus zur Abholung bereit. Aha, aha. Karabit. Mhm. Das haben wir jetzt dafür statt das andere Messer. Und dann die von Chris und dann die andere von Chris. Oh, Veteran. Die Handcannon PZ zum Kauf freizuschalten. Ja, die ist also fast wie die andere. Duft der Schatten. Duft der Schatten ist, glaube ich, noch schwerer als Veteran, ne? Ja, ja. Gehe ich voll mit und habe dann dem nur noch hinzuzufügen, dass es halt an der einen oder anderen Stelle halt vorhersehbar ist. Hm. Ja, genau. Das zählt noch mit rein. Super, sehr schön. Was? Raketenpistole? Eine Raketenpistole, okay. Bitte was? Level im Modus die Söldner ab. Mit Rang SP ab, um das LZ Lancerer zum Kauf freizuschalten. Was ist denn das? Ist das ein Laserschwert oder was? Oder ist das hier für diesen Airstrike? Hm. Gilemi? Ach so, das sind unsere Waffen, genau. Ist das voll upgraded? Mit dem Zusatz von unendlicher Munition, was du gesagt hast. Dann die noch. Custom. Also alles, was wir schon gesammelt haben, die haben dann unendlich Munition. Das ist natürlich der Knaller. Moment, wieso kosten die 20.000? Kann in den Gameplay-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden. Voll ausgerüstet und vollständig modifiziert. Ach nein, die muss. Ach so, wenn ich das alles habe, dann muss ich die noch kaufen. Und dann habe ich die Version freigeschalten für unendlich Munition. Das kann ich dann noch variieren. Ach so, alles klar. War auch mein Gedanke mit dem Laserschwert. Ja, das sieht voll so aus, nicht wahr? Nee. Ah, okay. Wolfsbane. Ja, krass. Dragoon. Mhm. Alle Modelle, Konzeptart, Waffen. Ja, das haben wir ja im Film schauen wir jetzt nicht. Aber hier Konzeptart nochmal. Ich habe wahrscheinlich gar nichts eingesammelt, oder? Ach, das muss ich erst noch erwerben. Oha. Ah, sehr interessant. Gut, hier kann man schon ein bisschen was sehen, aber na gut. Habe ich hier wenigstens was? Wählen Sie einen Charakter oder Waffen, um es sich anzusehen. Ich habe gar nichts. Okay, also das muss man wirklich erst alles erwerben. Ist ja blöd. Ich dachte, man kann sich das jetzt anschauen. Nee. Naja, gut. Okay. Na gut, Gamer-Freunde und Ladies. Das war's, wie gesagt, mit dem Hauptprojekt zu Resident Evil. Village. Ja, das hat mir zum Beispiel auch gefehlt. Darum gibt es auch keine vollen Punkte. Aber dann wäre es ja auch perfekt. Hm. Ja, ich sage also, hier Details, das macht es aus, wo man sagt, ach, das ist ja toll. Ja, kann man alles machen. Aber da kommen wieder irgendwelche Bedepperten, die sagen, nee, das machen wir nicht mehr. Nein, nein.
Das mögen die Fans nicht mehr. Na klar. Ja, das war's jetzt. Und wir sehen uns bei einem neuen Projekt wieder. Und wie gesagt, zwischendurch mit einem guten Rad an Abwechslung. Allen voran natürlich wieder die Kunstecke der Gaming Lounge. Bis es dann weitergeht. Ansonsten haben wir natürlich noch das andere Venture-Projekt. Da muss ich aber erst nochmal ein bisschen selber nochmal reinkommen und testen. Ja, und bis das nächste Projekt dann da ist, werden wir uns natürlich da im Wechsel vertun. Wie es halt so ist. Und ja, und dann hoffe ich, ihr euch dann wieder bei einem neuen Stream bzw. neuen Projekt wieder begrüßen darf. Dann kommt gut durch die Nacht und start in den Freitag. Und dann bis zur nächsten Live-Schalter. Ja, ich denke mal Kunst. Mal schauen, ob die Verbindung klappt. Was kam nochmal geplant als nächstes? Ja, was könnte das sein? Sind schon ganz interessante Titel dabei. Bei einigen wartet man ja schon ewig. Wie gesagt, wenn es zu lange ist mit Warten, wird meistens nichts Gutes. Genau. Gute Nacht und schlaf gut. Ja. Angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Support. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und